Und ein Ladebildschirm. Den finde ich hier sehr gut gemacht. Also man kann nämlich mit dem Six-Axis-Controller hier diese Figur hier lenken. Und dann zum Beispiel durch Drücken von X. Hier fliegt er schneller und ich habe keine Ahnung, ob es jetzt auch ein Ziel gibt, aber ich glaube nicht. Und natürlich tauchen unten immer noch Tipps auf, die man lesen kann. Ach, unser Der guter alter Altar. Freund. Also, hallo Altar. Okay, kein Schatz in der Nähe, also gehen wir mal zum Altar und lernen neue Fähigkeiten. Was haben wir jetzt? Kältestachel immer noch. Erdbeben. Luftsprung, wobei nach dem Auftreten am Boden die Schwerter nahestehenden Feinden mit ihrer Stoßwelle Schaden zufügt. Das ist viel, ja, gut, nehmen wir das doch. Immer noch besser als die Kältestarre. Jetzt haben wir noch meisterlicher Brand. Oh, der Brand hat eine größere Reichweite. Hiermit können Feuerzauber noch weiterentwickelt werden. Kritischer Treffer. Schwere Treffer kann doppelten Schaden verursachen. Das Erdbeben verursacht stärkeren Schaden. Kopfschussrage. Okay. Kopfschüsse mit Gewehr verleihen zusätzliche Rage. Ah, okay. Wie oft mache ich einen bitteschönen Kopftreffer? Ich würde hier kritischer Treffer nehmen. Und Erdbeben. Wow. Das gefällt mir sehr gut, das muss ich sagen. Werde ich mal das auch des Öfteren benutzen, weil es die Feinde vor allem auch, was mir am wichtigsten ist, zurückschlägt. Das ist mir sehr wichtig. Das heißt, ich kann hier so eine Combo machen und dann mittendrin einfach mal gleichzeitig drei Kreis drücken. Macht er das hier? Gefällt mir. Was haben wir denn da? Ach, das ist unsere. Hier unser wie geisterliches Ich, wenn man so will. Oh, was passiert denn? Chaos ist überall. Sei bereit, die Aura der Ordnung um dich herum aufzubauen. Sie schützt dich nicht, verschafft dir aber Vorteile. Bleib während eines Kampfes innerhalb der Aura, um zu überleben. Ah, okay. Was geht halt nur, wenn hier so eine Aura ist, ansonsten bin ich verloren. Ja, ich sehe mal, ich gehe wieder außerhalb der Aura und. Ah, jetzt geht's einfach mal wieder. Komisch. Hey, ihr Monster! Seid ihr hier? Du bist ja noch kein Monster. Komisch. Hätten wir schon erhofft, dass hier irgendwo noch ein Monster auftaucht. Da haben wir doch eins. Doch nicht, aber da. Da. Oh je, es sind so viele. Einfach unglaublich. Aber es geht. Wo ist noch mehr? Das waren viele. Aber gut, dass wir so einen Zauber jetzt haben. Komm, ich benutze jetzt einfach mal die ganze Zeit, dann kann ich mich schnell nach vorne laufen und ich sehe die Gegner auch. Wenn wieder mal welche auftauchen sollten. Oh, ein neuer Feind. Sind die hässlich? Sehen aber trotzdem wie Menschen aus. Ich wünschte, ich würde das Loch finden, aus dem die alle rauskriechen. Dann würde ich es Oh, komm. zustopfen. Wow.
Sehr schön. Oh, da ist noch einer. Ja, komm. Aber das sind auch wieder mal coole Gegner, die mir durchaus auch gefallen. Ha. Die ganze Zeit die falsche Zaubertaste gedrückt. Und du auch? Da hast du ihn. Und noch den Feuerzauber hinterher. Okay, wir haben jetzt schon gute Fähigkeiten, die wir auch gewinnbringend einsetzen können. Erdbeben, die zwei Zauber, die wir haben. Kältestachel, muss ich mal gucken, ob ich mir die eventuell dann noch hole. Auf mich. Woher wissen die, dass ich hier bin? Bin ich wirklich so laut? Ach, das sind die Gegner mit den Sperren, die in dem Reisebericht standen. Jetzt muss ich gucken, dass ich fernkampfmäßig... Okay. Fernkampfmäßig arbeite. Sehr gut. Oh, das war ein schöner Treffer. Muss ich sagen. Aber ich treffe dann doch ein bisschen besser. Ja, vor allem sieht er mich, glaube ich, auch gar nicht. Okay, ich wollte eigentlich gucken, ob noch ein Schatz in der Nähe ist, aber noch keiner, also wirklich, ja, geringfügig Schätze in diesem Spiel. Oder bisher. Kann ich jetzt an dir vorbei? Ah, okay. Musste doch erst zerstört werden. Oh, hier unten wieder eine Fläche, aber da sehe ich noch einen Reisebericht. Kurz gucken, Schatz in der Nähe. Versuch es zuerst mit einem Gewehr. Schieß auf das Monster. Lauf um es herum und dreh die Zeit zurück. Du schaffst es. Die Sache mit dem Zeitsprung ist nicht gerade einfach für eine Sterbliche. Ja, es ist schwer. Ja. Ah, okay. Wir sehen, wir richten doch was an. Wir sehen so, wir sind noch auf einmal mehrere Personen hier. Ganz genau. Okay, jetzt habe ich wenigstens das Schema verstanden. Ich denke mal, das dürfte vorerst ausreichen. So, jetzt gehe ich einmal hinter ihn. So, und... Genau. Oh, das ist aber schon... Ein großer Kerl mit einer gewaltigen Keule. Ist dir das Teil nicht zu schwer? Sein Schild ist unzerstörbar, Ayumi. Du solltest aber er nicht. Feind von hinten angreifen, wenn er dich lässt. Nutze dafür den Zeitsprung. Naja, es klappt auch so. Oh, ist nicht so schwer. Also dafür brauche ich auch keinen Zeitsprung.
Okay, probieren wir es mal. Mach jetzt einen Zeitsprung. Gehen jetzt hinter ihn. Warten, bis er sich umdreht. Ja, klappt doch so. Alter, der hält ja mal richtig viel aus. Ah, komm. Oh. Ja, jetzt kann ich auch mal wieder R1 machen, klar. Ja, genau, das wollte ich noch machen. Zeit zurückdrehen. Jetzt warten und dann ihn attackieren. So wie jetzt. Wow. Gut gemacht. Du lernst schnell. Danke. Naja. Ich weiß. Was für ein Tag. Da kommt schon die nächste Zombie-Horde. Oh Gott, das nimmt kein Ende. Man muss wirklich sehr viel damit arbeiten. Boah, ich verliere aber auch richtig viel Schaden. Oh Gott. Okay, für meinen Geschmack wieder zu viel Schaden. Ja, klar. Oh Gott, mit einem Hit bin ich fast gestorben. Lächerlich, ey. Ja, noch ein Schlag und ich bin tot. Also, da hat sich's auch wieder ausgespielt hier. Ja, das war's. Richtig schwer. Was für ein Tag. Da kommt schon die nächste Zombie-Horde. Ah, okay. Oh Gott, das nimmt kein Ende. Das nimmt durchaus kein Ende. Ich muss jetzt gucken, dass ich die Speerleute da erwische. So, gleich müssen die ja hier auftauchen. Ich glaube, hier taucht einer auf. Da ist er. Jetzt laufen wir wieder mal ein bisschen rum. Da kommt her. Oh, der lebt noch. Ja, wo kommen die ganzen Leute denn her? Kurz warten. Da ist er. Wow. Wo bin ich jetzt gelandet? Hm.
Boah, muss ich mir richtig Gedanken machen, wie ich hier an die Gegner rangehe. Komm. So, Zeit zurückspulen, bis ich angefangen habe, auf ihn zu schießen. Das ist irgendwo hier. Meine Güte. Und dein Schild ist weg. Ah, komm. Wie süß. Oh mein Gott. Ich verliebe mich gerade in diese Korallen.